Hallo, hier sind wir wieder bei dem nächsten Bildungstalk. Heute mit dem Thema: Wie schaffst du es, deinem Kind mehr zuzutrauen? Klingt komisch, ist es aber gar nicht. Ich kenne ganz, ganz viele Eltern, die die Augen zumachen, wenn ihr Kind etwas tut und nicht hinschauen können, weil es in einen Baum klettert zum Beispiel. Vielleicht kennst du das, dass dein Kind etwas tut und du tief in dir drin denkst: Muss das jetzt sein? Und so überlegst, ja, warum sagen denn die anderen nichts? okay. Wie geht man damit um, Ilse? Ich kann mir vorstellen, dass die Kinder das ja irgendwie auch spüren. Die haben ja eine Verbindung zur Mutter, egal in welchem Alter, oder auch zum Vater, und sehen ja, wupp, da wird einer unsicher. Und die Eltern wollen vielleicht gar nicht, dass das Kind es sieht, sind aber unsicher. Das heißt, wie geht man mit dieser Zerrissenheit in sich selbst um, dass man sieht, da tut das Kind was, was einen selbst beunruhigt, aber vielleicht sollte man es dem Kind doch zutrauen, weil offensichtlich sind vielleicht andere nicht beunruhigt oder vielleicht ist es ja doch nicht so, du weißt, was ich sagen will. Ja, ich weiß. Ambivalenz, Zerrissenheit hin und her. Genau. Ja. Und das ist ein Thema, das Eltern mit Kindern aller Altersstufen haben. Ne? Das ist ja egal, ob die Kinder jetzt Krabbelkinder über die Stiegen krabbeln wollen, abwärts, oder ob sich Dreijährige zutrauen, ihr Butterbrot selber in Streifen zu schneiden, oder ob 17-Jährige beschließen, ich nehme einen Mantel, obwohl sie ihr Lebtag noch nie an einer Nähmaschine gesessen sind. Und die erste Reaktion ist dann: Oh, um Gottes Willen, was fällt dir ein? Genau. Kenne ich auch, ist mir auch passiert. Der erste Punkt ist einmal so, offen zu sein für Dinge, die die Kinder ausprobieren wollen. Und wieder, wir haben das in den vergangenen Wochen mal besprochen, wieder sich so ein bisschen auf diese abwartende Position zurückzuziehen und quasi sprungbereit da zu sein, vor allem bei kleineren Kindern, wenn es sich jetzt darum geht, zum Beispiel die Stiegen runterzukrabbeln oder mit dem Messer zu schneiden und mal das Kind ausprobieren zu lassen, beziehungsweise es dem Kind zuerst einmal vorzuzeigen, wie es geht. Dann auch mit Krabbel ich diesem. dann rückwärts die Treppe runter mit dem Kind? Bitte? Dann krabbel ich aber nicht rückwärts die Treppe runter mit dem Kind, oder doch? Nein, nein, da geht es eher darum, da zu sein und schauen, ob das Kind das aushält. Und spannenderweise, es gibt Kinder, die sogar vorwärts die Treppe runterkrabbeln und das gut können. Wir glauben nur immer, sie schaffen es nicht. Ich habe mich gerollt. Ja, also Alle es euch gibt. da draußen, ich bin die Treppe runtergerollt. Ich habe ein Kind gehabt, das ist die Ganze Treppe Haut. runtergerutscht. Es hat sich am Popo gesetzt und ist runtergerutscht. Mit einer Riesengaude von einer Stufe auf die andere. Macht ja auch Spaß. Ja, genau. Ja. Also da gilt es eben auch zu schauen, wie geht das Kind überhaupt an diese Aufgabe ran? Was macht es? Was findet es für eine Lösung? Ja? Und über die Treppe zu rollen, auf das kommt ein Erwachsener nicht. Ja? Über die Treppe zu rutschen, das geht noch. Am schlimmsten ist wahrscheinlich, wenn das Kind vorwärts über die Treppe runterkrabbeln Kopf möchte. voran oder so, ne? Kopf voran, ja. Ja, auf dem Allerdings ist es. Steinfußboden. Allerdings ist es so, dass also Pickelpädagogen da teilweise vollkommen entspannt daneben stehen und sagen, die schaffen das schon. Also die wissen einfach, dass die Kinder das schaffen und die unterstützen dann auch die Eltern dementsprechend und sagen, schau dem Kind mal zu, schau mal, ich bin bei dir. Ja? Also man kann sich da durchaus auch eine Gruppe suchen und Hilfe suchen. Würde ich bei einigen Dingen wirklich empfehlen, genauso wie beim Schneiden. Also ich habe lange Zeit Eltern-Kind-Gruppen geführt und da haben dann die älteren Mamas, also die schon lange bei mir waren, zu den neu dazugekommenen gesagt: Ach, meine Kinder haben auch bei der Ilse das Schneiden gelernt, wo die so dort sind: Mein Kind und ein Messer, ja. Ja. Also es ist manchmal ganz gut, das so halb auszulagern, das nicht selber zu machen, sondern eben in einem Rahmen zu machen, in einer Gruppe, wo man sowieso mit den Kindern hingeht und so weiter. Was auch gut ist, ist so diese prinzipiell unterstützende Haltung zu haben. Ich gehe davon aus, dass du das schaffen kannst. Ich bin mir nicht sicher, du schaffst es, aber ich gehe davon aus, dass du das schaffen kannst. Wenn du dir das zutraust, dann glaube ich auch, dass du das wirklich schaffen kannst.
Das kann man auch sagen. Also wenn ich das, also man kann das auch formulieren, egal wie alt das Kind ist, Genau. weil es einem selbst Sicherheit gibt, sich selbst nochmal zu hören. So, ich glaube, dass du das kannst. Und wenn du Genau. das anfängst, dann wirst du das zu Ende bringen. Und zur Not bin ich da. Kann man im Zweifel ja auch sagen. Einem Genau. 17-Jährigen würde ich das jetzt, obwohl auch, warum nicht? Ja, Absolut, probier nein, es nein. aus. Also da habe ich ein ganz konkretes Beispiel. Mein Sohn hat tatsächlich mit 17 beschlossen, er näht sich einen Mantel. Und meine erste Reaktion war: Bist du wahnsinnig? Du bist nicht einmal noch bei einer Nähmaschine. Pädagogenhirn einschalten. Du, es tut mir leid. Gehen wir nochmal von vorn ran. Und habe ihm dann meine Bedenken mitgeteilt. Und habe gesagt, sage ich, schau, du weißt, du bist noch nie, du hast es noch nie ausprobiert. Ich habe einfach Bedenken und ich glaube, dass das vielleicht auch schade ist um den Stoff und wie auch immer. Da und da sind meine Ängste. Aber wenn du das tun möchtest, unterstütze ich dich natürlich. Und wir schauen uns das gemeinsam an. Ich habe auch noch nie einen Mantel genäht, aber wir schauen uns das dann einfach gemeinsam an. Und er hat das tatsächlich gemacht. Und der Mantel ist tragbar und er ist ja jahrelang mit dem Mantel als Wintermantel gegangen. Und er hat ihn dann sogar gefüttert. Also das ist was, was ich mir nie gedacht hätte. Und Also auch eigentlich ist ja so was Tolles draus geworden, ne? Da hattet ihr ein Mutter-Sohn-Projekt, ja? gar nicht so sehr, sondern ich war wirklich Ein nur bisschen immer so ein schon. bisschen das Backup. Mama, ich verstehe das da jetzt nicht. Kannst du dir das auch mal durchlesen? Wie würdest du das verstehen? Und dann hat er das probiert und hat das meiste wirklich ganz, ganz toll gemacht und hat sich dann auch beim Ärmel einsetzen externe Hilfe geholt. Aber im Prinzip hat das ganz allein gemacht und dieses, ich sag dir, wo meine Bedenken liegen, ich traue dir es aber prinzipiell zu, ich unterstütze dich so gut ich es kann, auch wenn ich jetzt selber nicht weiß, wie es geht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich helfe dir auch Personen zu finden, die dir weiterhelfen, wenn wir beide anstehen. Ja, also das ist vor allem bei den größeren Kindern wichtig. Das schafft ein unheimliches Sicherheitsnetz. Und ganz ehrlich, also dieses Gefühl, ich habe das jetzt selber gemacht, war auch für den 17-Jährigen großartig. Ja, das ist ein Wachsen, das ermöglicht Wachstum. Genau. Was mir sehr gut gefällt, dass du gesagt hast, dieses Netz zu bauen und dabei dem Kind halt auch gleichzeitig die Kompetenz zu zeigen, wie gehst du an Dinge ran, die für dich schwierig sind. Also, das ist eine grandiose Lernsituation oder Rollenmodellsituation. Ja, du sagst, okay, erstmal habe ich Angst davor, aber eigentlich hast du recht, kriegen wir schon irgendwie gemeinsam hin. Ich weiß noch nicht wie, aber dann finden wir es gemeinsam raus. Was Besseres kann einem Kind ja nicht passieren. Genau. Und das ist aber, in Wirklichkeit ist es ja was, wo wir bei unseren Kindern zittern, ja. Aber in Wirklichkeit ist es dieses berühmte Komfortzone erweitern, das wir als Erwachsene ja von jedem Coach hören, von jedem Motivationstrainer, was Ja. Neues ausprobieren. Und bei meinen Kindern würde ich dann sagen, nein, du darfst das nicht. Also das hat irgendwie, es passt einfach nicht. Ne? Und da. In Wirklichkeit müsste man sagen, wow, du willst was Neues ausprobieren, toll, ich unterstütze dich dabei. Vielleicht ist auch ein bisschen die Angst der Eltern so, oh, schon so weit. Ja. Er näht sich schon seinen eigenen Mantel und morgen zieht er aus. Oder er streicht sich das eigene Butterbrot oder Genau. sie, ja, was auch immer. Genau, und ich glaube aber, dass das ganz wichtig ist, dass die Kinder eben dann spüren, die nehmen mich für voll. Und das spürt eben auch schon ein kleines Kind. Das spürt auch ein einjähriges Kind. Meine Eltern nehmen mich für voll, die trauen mir das zu. Das heißt jetzt nicht, dass ich dieses Kind nicht beschütze. Das heißt jetzt nicht, dass ich diesem Kind nicht Grenzen setze, wenn ich merke, es wird wirklich gefährlich. Aber diese prinzipielle Haltung, ich traue dem Kind das zu. Ich lasse das Kind versuchen, selber, solange es möglich ist unheimlich wichtig.